Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer, ja. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video zur virtuellen Bundesliga. Ich bin hier auf der Xbox 360 zugange. Ich habe jetzt hier, ich habe da mal, glaube ich, reingewählt schon mal, aber ich habe mir, glaube ich, noch keine Mannschaft ausgesucht. Und ich würde jetzt hier mein erstes Video machen und da online mir Ruhm und Ehre erkämpfen und erarbeiten. Jetzt ist die große Frage, wen nehme ich aus der Bundesliga? Und ich habe mir eigentlich noch gar keine richtig großen Gedanken genommen, gemacht. Ich glaube, ich will eine mit dem Originalstadion haben. Und da haben wir ja nur Dortmund, Schalke, Bayern und Hamburg. Und ich glaube, ich werde Dortmund nehmen. Die Trikots sind sehr markant. Die Spieler sind ja in dem Fall völlig egal. Meine Abonnenten werden hoffentlich Verständnis haben, dass ich mich für irgendeine Mannschaft entscheiden muss. Ich könnte natürlich auch Bayern nehmen. Aber das nimmt wahrscheinlich jeder oder Dortmund nimmt auch jeder. Ach, das ist alles schwierig zu entscheiden immer. Wen nehme ich denn jetzt? Oder nehme ich eine kleine Mannschaft, die ich dann ganz groß rausbringe? Weil die Spielerwerte bei der virtuellen Bundesliga sind ja alle gleich. Nur die Körpergrößen und Statuen werden dann unterschiedlich sein. Ach komm, ja, ey, ich könnte ja auch vielleicht einen Aufsteiger nehmen. Weil ich weiß noch nicht, welche Mannschaft ich sonst so bei mir spielen werde im Kanal. Von daher sollte ich eine andere nehmen. Stuttgart? Hm, die haben so ein großes Stadion da. Das ist eigentlich auch cool. Ha, man kann es ja nie einrecht machen. Und ich werde mir jetzt eine Mannschaft nehmen. Und welche wird es sein? Ja, ich nehme... Oder Hannover. Auch von dem Trikot ist ganz nett. Ach komm, ich nehme Hannover 96. Ich mag die. Ich mag Mirko Slomka. Ich werde mit Hannover 96 spielen, weil ich es will. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier abläuft. Ich bin jetzt, wie gesagt, hier zum ersten Mal null Spiele, wie man sehen kann. Und das ist natürlich jetzt mein erstes Video zu dem Modus. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das machen werde. Meine Überlegung geht eigentlich dahin. Keine Ahnung, wie viele Spiele ich hier so machen werde in der Woche. Jo, wunderbar. Kann ich jetzt noch was in der Ausstellung machen? Oder Trikot aussuchen? Wunderbar. Meine Überlegung ist, dass ich in den nächsten Parts euch nur die Highlights zeige aus dem Spiel. Also zusammengeschnitten, damit ihr mehr in kürzerer Zeit so zu sehen bekommt. Das gibt mehr Action. Und ich quasi trotzdem ganz normal aufnehme, aber nur die Highlights. Dann hört ihr so, yeah! Oder, oh nein! Und, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist meine Überlegung. Team Management, ich lasse jetzt erstmal alles so, wie es ist. 4-4-2 haben sie, das gefällt mir sehr gut. Kann man natürlich noch für sich anpassen, wie man das gerne haben möchte. Hier kann ich aussuchen, Steuerung möchte ich natürlich beliebig. Also also beliebig. Kann jeder machen, wie er will. Abbruch des Gegners, mir entsprechend. Ich lasse jetzt erstmal so, weil ich habe ja selber noch nicht wirklich gespielt. Im Prinzip kann ich die Einstellung, glaube ich, komplett so lassen, wie ich sie habe. Was? Oh Gott, jetzt habe ich noch gar nicht umgestellt hier alles, ne? Mit Hilfe ist alles noch so semi und mit Hilfe, ne? Gut, ich spiele jetzt erstmal so, das erste Spiel, und ich hoffe, dass ich jetzt einen Gegner finde. Und auch wenn ich es mir nicht glaubt, oder? Habe ich schon mal hier? Ich glaube, ich habe an der Xbox noch gar kein Online-Spiel gemacht. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze abläuft. Um einen Schluck zu trinken holen, weil bevor ich hier verdurste und meine Lippen trocken werden. Ist das der Gegner? Bin ich das? Habe ich irgendwas gemacht? Ich habe nichts gemacht. Auf jeden Fall lädt es hier noch und jetzt geht es los. Meine erste virtuelle Bundesliga. Nächstes Jahr im April kommen die Besten aus den jeweiligen Monaten dann zu der Meisterschaftsgeschichte hin und dann kann einer den Pokal gewinnen. Das wird ja eine unglaublich spannende Sache. Ich freue mich drauf, wenn ich da endlich hinfahren kann. Ich bin der Beste in Deutschland. Nein, ich bin natürlich nicht gut. Aber ich will mal gucken, wie weit ich hier komme. Und ich hoffe, dass mein Gegner jetzt auch mal weiter drückt. Vielen Dank. So, das läuft doch performancemäßig. Ruckelt es. Es ruckelt. Na toll. So, haben die eigentlich irgendwie Skill-Tricks drauf oder sowas? Ich weiß das noch gar nicht. Jakuna. Oh, da ist er doch vorne. Boah, wie er sich im Weg schmeißt. Also, es ist wie am PC. Auch hier leckt das Ganze. Das ist wunderbar. Also wunderbar im negativen Sinne. Siehst du, und dann könnte ich euch auch das ersparen, dass ihr da in den nächsten Parts nicht seht, wie die Ruckelei ist. Dann seht ihr vielleicht ein Tor
oder auch kein Tor. Oh, der steht aber gut. Der steht aber gut. So. Rausch, meine Güte. Wen hat der eigentlich? Ich hab's also, hat der auch? Der hat ja auch Frankfurt oder was? Ach, der hat Frankfurt, ja. Was heißt auch Frankfurt? Ich hatte erstmal überlegt, Frankfurt zu nehmen. Und deswegen dachte ich gar nicht, ich hab Frankfurt. Ich weiß nicht warum. Es passiert einfach. Was machen Sachen? Oh! Ja, den muss ich jetzt aber machen. Erstmal sicheren Treffer! Mach ihn! Oh, den muss man machen im normalen Leben. Danke. Vereitert hat er den noch. Meine Xbox ruckelt, weil sie zu langsam ist, um FIFA darstellen zu können. Hoffentlich war das kein Abseits. Jetzt aber nicht! Oh, es scheitert schon wieder an meiner Chancenverwertung. Damit war ich noch nie gut dabei. Ja. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit. Nein, ich war durch. Was soll das? Ballverlust im 16er. Ja, und da ist er drin. Endlich ist er drin. Es ist aber auch jetzt mal wirklich Zeit. Ja, ich muss hier mal irgendwie die Hintergrundgeräusche ausmachen. Ich glaube, man hat mich jetzt doppelt gehört eben. Ich kann das jetzt alles nicht mehr ändern. Das ist meine erste Aufnahme und die kann ich ja nicht nochmal wiederholen. Alles, wie es jetzt gelaufen ist, so ist es gelaufen. Machen wir uns nichts vor. So, 1-0 und er legt jetzt schon das Gamepad zur Seite. Hm, vielleicht überspringe ich auch so eine Szene. Ja, das macht schon jetzt keinen Spaß mehr hier. Leute, es ist ein 9-jähriges Kind, was da auf der anderen Seite sitzt und... Ja, gut, also wenn er nicht... Ja, das ist auch eigentlich wie abbrechen, finde ich, ne? Da muss ich brechen. Das ist so ein Zeichen für Aufgabe und ich kann nichts. Also er kann nichts. Hat sich doch ganz gut gemacht. Weiß gar nicht, was er will. Doch, jetzt geht's weiter. Jetzt kämpft er wieder, jetzt hat er den Joystick wieder in der Hand. Vor allen Dingen Joystick. Traumkombination. Was für ein Auge. Ja, nee, da muss man von da nicht schießen. Das war ein bisschen noobig von ihm, muss ich sagen. Ich gehe mal auf Konter. So, angedeutet, dass ich da hochspiele. Oh, das war jetzt nicht gut von mir, aber ich habe da noch ein bisschen Glück gehabt. Jetzt eine gute Flanke. Ja, mal noch ein Tor. Das wäre doch viel schöner für mich. Ihr könnt mir übrigens mal gerne im Kommentarbereich schreiben, ob ich mein... Oh Gott. Ob ich meinen Namen ändern kann. Hier bei der Xbox. Also, ich heiße ja hier Nader Basti 84. Irgendeiner hat sich da Modern Consumer genannt. Das ist mein Name. Also, wenn das irgendwie geht, sagt mir mal, ob das geht. Das wäre ganz cool. Und dann könnte ich den mal umbenennen. Aber ihr könnt mich nicht adden auf der Xbox. Das möchte ich auch an der Stelle mal sagen, weil... Das hat wehgetan. Ich sonst einfach nicht in Ruhe spielen kann. Das ist die Möglichkeit. Ihr versteht das hoffentlich. Nee. So, und jetzt kommt der berüchtigt eingestellte Konter, aber irgendwie hat der immer noch alle Leute hinten. Der hat sie doch nicht mehr alle. So, Pinto, jetzt geh ab hier. Ja, Diagonal. Los, los, los. Au! Oh! Blu! Wie sieht's aus, Schiri? Bist du gekauft oder nicht? So, dann gehe ich mal einen auf Defensiver. Alter, wie hat er denn den da rausgepflückt? Sehr nice. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh, ihr, Leute, macht doch mal was. Es ruckelt. Es ruckelt. Fantastisch, wie es ruckelt. Unersetzlich ist er für die Mannschaft als Idee. Alex Meyer, ich bin ja auch hier so Hesse. Ja, das habe ich ganz gut gelöst. So viel zum Thema Konter, hier geht gar nichts. Das ist eine richtig gute Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Ja, ich muss mal mehr über außen gehen, das ist ganz klar sehr dicht hier innen. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Ja, sehr schön. Aber warum ist da keiner vorne? Komm! Ich finde Flanken gehen bei mir extrem schlecht. Ja gut, aber ich bin hier in der Führung,
Und der Typi kriegt es einfach gar nicht hin. Ist ein bisschen zu hektisch, würde ich sagen, da vorne. Ne? So als Verbesserungsvorschlag für ihn. Er will immer zu schnell dann. Birgt aber die Gefahr von Kontern. Ja, sehr schön. Agi? Agi? Rausch? Boah, aber ganz schön hektisch, muss man sagen. Und wenn ich da einfach easy peasy durchspazieren, das ist dann gar kein Problem. Komm, mach ihn nochmal! Ja gut, das war vielleicht ein bisschen lässig von mir gemacht. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Gucken wir uns mal die Ballbesitzstatistik an. Ja, komm noch ran! Shit. Ja, also eigentlich ist meine Führung gerade gar nicht in Gefahr. Wenn irgendwas in Gefahr ist, ist, dass ich hier keine Chance mehr habe. Und ihr alle einschlaft, weil hier nichts passiert. Und das will ich jetzt verhindern. Ich gehe jetzt nicht mehr auf Konter. Ich mache jetzt hoher Druck. Ja, das könnte vielleicht was bringen. Alex Meyer. Hauptsache, es bringt kein Gegentor! Oh, nee! Oh, und da... Wie schlecht ist das denn vom Keeper? Es ist einfach nur schlecht. So ein Pimmeltor dann. In der 45. Minute. Alter, jetzt geht er auf einmal ab wie ein Zäpfchen. Ach, er hatte die alten Trikots eingestellt. Die hat er sich freigeschaltet. Ist wohl ein eindeutiger Frankfurt-Fan. So, komm, überspring das hier. Komm. Tut mir einen Gefallen, das brauchen wir uns nicht angucken. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube manchmal, die keulen sich einen drauf, dass sie hier Macht haben und so tun. Yeah, du musst warten, weil ich warten will, weil ich toll bin, weil ich eigentlich nichts kann. Aber... Naja, ich wollte es mal gesagt haben. Ja, danke. So. Ja. Jetzt müsste er angespielt werden. Oh, Zucker an sich. Was? Was? Leute, er hat das als Foul gesehen. Er hat das als Foul gesehen. Dann lache ich doch. Ja. Es ist schon wieder ein Geschenk. Aber guck dir mal an, wie krass der da reingeht. Ball im Seitenaus, Einwurf. Und der kommt genau an. Und Achtung, der könnte... Komm doch mal an den Weg! Alter, wie geht der denn rein? Ich komme überhaupt nicht mehr ran an die Kugel. Ja, komm, bitte geh ins Aus, bitte geh ins Aus, bitte geh ins Aus. Nein, er geht nicht ins Aus. Oh, ich renn vorbei an der Kugel. Ah, ne, jetzt ist so ein scheiß Kack da. Was darf das passieren? Mein erstes Spiel virtuelle Bundesliga und ich sack hier ab. Und da grätscht denn der Gegner hinein. Jetzt kriege ich gar nichts mehr hin. Und dann kommt es so ein Schmulettenball. Nicht mit mir. Oh, nimm ihn in den Mund. Entschuldigung. Und das macht er richtig gut. Oh nee, es kann nicht wahr sein. Der kann doch gar nichts, der Typ. Er kann eigentlich nichts. Aber ich kann auch viel weniger. Und das kann ich gut. Ach ja, keul dir doch wieder ein. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... Ach, was will er denn hier? Guck mal, das ist doch Lack, wie der da durch meinen Typen durchrennt. Ach, ja. So, was haben die überhaupt für Sterne-Skills? 3 Sterne müssten sie haben. Ne? Ich will eigentlich mein erstes Spiel eigentlich gewinnen. Ich wollte alle Spiele gewinnen. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh, ja, das war ein Lackertor, muss ich auch mal sagen. Ich bin wieder dran. Das passiert eigentlich, wenn ich unentschieden spiele. Das weiß ich auch noch gar nicht. Ich weiß gar nichts. Mal gucken, wir werden es alles sehen. Der hat ja schon zweimal getroffen. Ja, was soll das jetzt?
Was soll denn das? Spiel doch mal Fußball. Blindes Verständnis hier. Ja, der Pass kommt an. Nein. So leicht geht das hier nicht durch. Virtuelle Bundesliga, ihr seid live dabei, wie ich am Abkotzen bin. Ja gut, ich habe halt vorhin auch gleich nicht gleich meine Chancen alle genutzt. Guck mal, wo der hinrennt. Oh, ich kann's nicht. Ich kann ja gar nichts. Weiter geht's, sagt der Schiri. Ich kann echt gar nichts. Ich meine, die sind ja alle gleich schnell, ne? Der darf ja jetzt nicht mehr davonrennen, theoretisch. Aber ich kann ihn den Ball auch direkt mal von den Latz schießen, das ist auch kein Problem. Ja, jetzt gibt's hier für irgendwas Geld. Ist, glaube ich, vor einer Viertelstunde passiert oder sowas. Man weiß es nicht, es ist schon ewig her, ich hab's nicht gesehen. Ich war's nicht, es war die CPU. Toll, toll! Alter, kriegt der genau da vorne den Ball hin. Das mache ich doch normalerweise nicht. Kommt was auf uns zu. Ich weiß, dass du dahin spielen willst. Und deswegen gehe ich in den Weg. So eine Ruckelei habe ich eigentlich keinen Bock, mir ewig anzutun. Aber was willst du machen? Traumpass. Ja, danke. Das ist ein Einwurf für mich. Das war ein schlechter Einwurf. Ja, der war mitgenommen. Klasse zu spielen. Oh, ich hab grad schießen gedrückt. Ja. Weißt du, manchmal denke ich so, der hat's ja voll drauf. Und dann zeigt er mir wieder solche Aktionen, wo ich denke, was ist das? Das ist nicht FIFA. So, dann geh ich halt mal außen rum. Die Kollegen helfen ihm schön. Ja, die helfen mir schön, aber ich muss mir dann am Ende selber helfen. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Jetzt könnte oh, wie der da reingrätscht! Das war jetzt aber ein Foul hier, wie er mich da weggeschoben hat zur Seite. Und jetzt kontert er schon wieder und ich kotze ab. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Auch dieser Ball von ihm kommt an. Ein überzeugendes Passspiel, Leute. Na, jetzt hat er irgendwie voll die Räume hier. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin. Na toll, Tor. Toll. Er hat die ganze Zeit nichts drauf, außer Zahnbelach. Und dann kommt so ein Scheißkack. Das ist doch zum Kotzen. Das war schon sein zweites Tor. Null Dominanz. Nur kretschen, faulen, reingehen wie zum. Weiß ich nicht. Bei mir wäre die ganze Mannschaft schon mit Geld belastet bei so einer Spielweise. Mindestens. Und dann kommt ein scheiß Konter und ich krieg ihn halt rein in den. Oh, das war so schön gespielt von mir. Das wird halt nicht belohnt. Es ruckelt halt genau in dem Augenblick, wo eigentlich hier alles gemacht wird. Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Der geht von hinten rein. Und es gibt keine Fouls hier in diesem Spiel. Ja, jetzt machen wir noch so einen schwulen Scheiß. Entschuldigung, dass ich sowas sage, aber es ist einfach berechtigt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Wenn der jetzt noch das 3-1 macht, dann zeigt es, dass das Spiel das Ergebnis nicht das Spiel widerspiegelt. Fuck. Ja, komm, jetzt machen wir weg. Da. Jetzt zeigt er Geld mal dafür. Das ruckelt also so sehr, dass man überhaupt keinen Spaß haben kann. Noch. Ich weiß genau, was der Typi machen will. Ich weiß es genau. Schön gesehen. So, jetzt da außen kommen. Letzter Angriff. Das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Oh, ist das ein verdienter Ausgleich? Ist das eine Genugtuung?
Oh ja! Er kriegt ihn nicht raus. Jetzt regt er sich richtig auf. Das Kind schreit vor dem Fernseher. So wie ich immer. Ich bin der Einzige, der sich hier aufregen darf bei diesem Spiel. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das so, ist nicht der Sinn, aber der würde ja jetzt nicht noch mehr Nachspielzeit. Angriff auf den Gegner. Oh, schöner Pass! Sicher in der Ballbahn. Oh, schön! Das kann nicht mehr gehen! Oh, komm! Los! Nein! Scheiße! Oh, das wäre so geil gewesen. Das wäre so episch gewesen, oder? So zählt das jetzt als unentschieden? Ich guck hier mal gerade rein. Okay, er hat mehr Chancen gehabt. Ich habe das Spiel völlig anders gesehen anscheinend. Naja, irgendwie ging halt irgendwann gar nichts mehr. Naja, ein Spiel, ein Punkt. Immerhin nicht verloren, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, ich glaube, das nächste Mal werde ich das so machen, wie gesagt. Nein, das werde ich definitiv so machen, dass ich das Spiel spiele, kurz was am Anfang sage oder so. Und dann seht ihr die Highlights aus dem Spiel. Und dann werden das so kürzere Parts. Ich bin dann mal gespannt, wie das ankommt. Gebt mir auf jeden Fall Feedback, weil das ist zum ersten Mal jetzt dann hier. Naja, schaut dann mal rein. Bis dann erstmal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.